Hi Micha. Hallo Boris. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Wir haben uns überlegt, da wir ja immer regelmäßig ins Kino gehen und uns Filme in der Sneak Preview anschauen, wir setzen uns dann einfach mal zusammen und sprechen dann über die Filme, die wir gesehen haben. Das Ganze wollen wir so im ungefähr wöchentlichen Rhythmus machen. Mal schauen, ob es uns Spaß macht, wie das bei euch ankommt. Schreibt uns da einfach mal die Meinung mit in die Kommentare. Ja, und damit können wir jetzt eigentlich schon loslegen. Oh ja. Was haben wir denn gestern in der Sneak Preview gesehen? Top 5 haben wir gesehen. Mit Chris Rock. Mit Chris Rock, genau. Ja. Einer der seltenen Filme mit Chris Rock. Okay. Worum ging es in dem Film? Also ich hatte am Anfang den leisen Verdacht, das soll so ein bisschen Biografie von Eddie Murphy sein. Aber korrekterweise wurde uns ja verkauft als Komödie. Richtig. Wie sahst du das? Also als Komödie habe ich es nicht gesehen, eher eine Dramödie. So, es war, ja? War nur bedingt lustig gewesen. Natürlich hatten wir unsere Lacher, aber ich fand es doch in der Gesamtstory eher auch ein bisschen dramatisch. So, und von daher würde ich eher sagen, es war eine Dramödie. Okay. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass die zentrale Figur, also gespielt von Chris Rock, ein Comedian. Genau, ein klassischer Stand-up-Comedian, genau, aus New York gespielt hat, der dann mit lustigen Filmen seinen großen Durchbruch hatte. Wie hießen die dann nochmal? Hammy, genau. Hammy 1 bis 3. Hammy Teil 1 bis Teil 3. Ja, wo er irgendwie so einen komischen Polizisten im Bärenkostüm gespielt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, so genau. Der Charakter hatte dann wohl irgendwann das Bedürfnis, weg von diesem Urkomischen zu kommen und ernsthafte Rollen zu spielen. Genau, er wollte unbedingt mal was Ernsthaftes machen. Scheinbar hat ihn das fürchterlich genervt. Vor allen Dingen hat er auch gesagt, er ist immer betrunken gewesen und immer bekifft gewesen, wenn er aufgetreten ist. Und nachdem er dann seinen Entzug gemacht hat und dann trocken war und keine Drogen mehr genommen hat, ist ihm scheinbar irgendwie der Wandel in den Kopf gekommen, dass er meinte, er möchte jetzt mal was Anständiges machen, was Interessantes machen. Und Ernsthaftes Kino. Ernstes Kino. Er wollte ernstes Kino machen. Genau. Ja. Genau, und hat dann seinen Film gemacht, der nun leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekam, wie er sich gewünscht hat. Es hat ganz im Gegenteil eigentlich keine Sau interessiert. Die Hochzeit mit seiner Verlobten stand im Vordergrund und hat das die ganze Zeit flankiert. Ja. Das war ja auch so der zentrale Aufhänger für den Film, dass eine Reporterin der New York Times, glaube ich, war es, eigentlich ein persönliches Interview mit ihm führen wollte und ihn deswegen mal für einen Tag begleitet hat. Ja, und das war ja so das, woran sich der Film dann tatsächlich auch entlang gearbeitet hat, nämlich diesen Tag mit der Reporterin und wie sie ihn halt immer besser kennengelernt hat, ja, Einblicke in sein tatsächliches Leben geführt hat. Ja, genau. Das ist vorbei. Ich fand das von Anfang an ziemlich schrecklich und ziemlich nervig, weil gleich in dem Einspieler, wo der Film losging, waren die beiden, gingen ja nebeneinander her auf der Straße und redeten und es passierte überhaupt nichts. Ich konnte überhaupt nicht mehr folgen. Ich dachte, nach 2 Minuten ist bei mir komplett die Aufmerksamkeit abgerissen und ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, worüber die reden. Also hättest du mich fragen können, ich hätte es dir nicht sagen können. Ja, das war schrecklich. Ich dachte schon, ich muss aufstehen und aus dem Film rausgehen. Ich persönlich fand es ganz interessant. Damit sind wir jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen bei unserer persönlichen Meinung zum Film. Mir persönlich gefällt es ja eigentlich ganz gut, wenn ein Film auch tatsächlich so ein bisschen von seinen Dialogen lebt. Und der Film hat ja, wenn man ganz ehrlich ist, nichts anderes außer diesem stetigen Dialog und natürlich auch den Wortgefechten zwischen diesem Schauspieler und eben der interviewenden Reporterin der New York Times. Das ist ja so der Kern des Ganzen, wie sie sich immer irgendwelche Argumente oder Aussagen zuwerfen. Ich hatte auch gerade am Anfang mit dieser langen Szene, also das war ja wirklich so eine Einstellung, die am Stück dann mal lief, wo sie eben die Straße lang liefen und sich unterhalten haben, also schon quasi so ein Vorgespräch zum Interview, dass man da gar nicht wirklich irgendwo was verpasst hat, also rein inhaltlich, dass es da eher so ein Abtasten war, wo sie wissen wollte von wegen so, ja, wie ist der drauf, und er halt dann auch noch so ein bisschen in seiner Defensivhaltung war. Ganz besonders wichtiger Punkt ist ja auch, der Schauspieler, der Chris Rock,
Genau, dass Chris Rocks Charakter immer von einem New York Times-Journalisten gnadenlos in die Pfanne gehauen wurde. Ja, also da fiel dann mal so ein Spruch wie, ja, ich würde mir seine Filme nicht mal anschauen, wenn sie auf der Innenseite meiner Brille laufen würden. Was ihn wohl halt sehr verletzt hat. Ja, also das hat dann halt auch so ein bisschen das gespiegelt, wie sich wohl ein Schauspieler oder eine in der Öffentlichkeit stehende Person fühlen muss, wenn sie denn tatsächlich so eine vernichtende Kritik zu hören kriegt. Ja, stimmt. Unter dem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht gesehen. Mal so unter dem Gesichtspunkt des Mitfühlens. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn der Star mitfühlt? So, oder einfach diese Kritiken erhält. Und nee, stimmt. Unter dem Gesichtspunkt habe ich es auch gar nicht gesehen. Ja. Ich fand es einfach grundsätzlich war es eine klassische Liebesgeschichte. So, es war teilweise lustig. Es war teilweise ein bisschen dramatisch. So, und ich hatte den Eindruck, als sie in der Einstellungsszene halt gemeinsam da dieses Gespräch geführt haben, dass sie ein Paar sind oder zumindest befreundet sind. So, in dem Moment, als die Freundin vom Chris Rock, ich weiß nicht, wie er in der Rolle im Film geheißen hat, als die ins Spiel kam, war mir eigentlich sehr schnell klar gewesen, aha, okay, die Sache ist klar, er wird seine Verlobte verlassen zugunsten dieser Freundin, dieser Frau, dieser Reporterin. Und damit war das Ende für mich total vorhersehbar gewesen und auch ein bisschen anspruchslos, langweilig, wenn auch gleich natürlich ein paar ganz nette Gags dabei gewesen sind und auch die Unterhaltung und auch die Einsichten in sein Leben mal ganz interessant waren, war mal was anderes. Also das war nicht so platt gewesen, das war schon mal nicht schlecht, so, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich irgendwie. Mhm. So, also von daher sehr klassisch, sehr vorhersehbar, wenig lustig, wenig Dramatik, ziemlich rund, ziemlich flach. Ja, ich glaube, das ist aber auch genau das, womit der Film die ganze Zeit kokettiert hat. Dass er eben bewusst rund und flach sein soll, weil er auch so ein bisschen das Ebenbild dieser, ja, ich sag mal, amerikanischen Medienlandschaft darstellen sollte. Wobei muss man natürlich vorsichtig sein, weil auch hier in Deutschland natürlich die Medienlandschaft sich mittlerweile ähnlich entwickelt. Also Reality-Stars, die eigentlich nichts können, außer halt hübsch aussehen und dann halt irgendeinen Schauspieler heiraten. Ich habe mir gestern noch überlegt, die deutsche Version müsste eigentlich sein, Daniela Katzenberger als Reality-Star, Mario Barth als, ja, Comedian. Okay. Wobei der dann sicherlich erstmal noch in die Phase kommen muss, wo er dann krampfhaft ernsthaft sein will. Also seinen Sinneswandel vielleicht dann auch braucht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer den Reporterpart übernehmen könnte. Vielleicht Günter Wallraff, naja, wahrscheinlich wird das nicht so ganz aufgehen. Aber da findet sich, wenn die sich verlieben, dann geht es, glaube ich, in die Hose. Genau. Günter Wallraff und Mario Barth, das neue Dreamteam. Dann brauchen wir eine weibliche. Da brauchen wir eine weibliche. Genau. Ja, aber man könnte es durchaus ähnlich nach Deutschland transportieren. Das könnte ich mir durchaus schon vorstellen. Stimmt, wer könnte die deutsche Rolle sein? Gut, es muss ja eine Zeitung. Gut, das wäre halt wahrscheinlich egal, weil die Reporterin ist nur von einer angesehenen Zeitung. So, und ja, von daher könnte es das Feuilleton der FAZ oder sowas irgendwie sein. Und genau, Mario Barth als der Comedian und Daniela Katzenberger als diejenige, die auf die nichts kann, außer heiraten und die Ehefrau eines berühmten einer berühmten Person zu sein. Ja. Stimmt. Ja. Ja, also war insofern für mich recht spannend, auch wenn der Film natürlich tatsächlich sehr vorhersehbar war. Das stimmt schon. Wie hat dir denn der Film insgesamt denn dann doch gefallen? Also ich habe ihn bewertet, denn wie üblich muss es ja nach Schulnotensystem geschehen. Ich habe ihn bewertet mit einer 4. Okay. Und habe ihn nicht weiter empfohlen. Okay, also du würdest ihm keinen Freund empfehlen? So sehenswert fand ich ihn jetzt nicht und so tiefsinnig auch nicht, um ihn sich anzuschauen. Da kann man sich auch abends da ist der Tatort abends möglicherweise spannender, wenngleich ich den auch nur einmal im Jahr sehe. Aber da gibt es andere Filme, die ich durchaus interessanter finde. Von daher war das jetzt kein Film, den ich weiterempfehlen würde und den ich irgendwie besonders gut fand. Mir persönlich hat er besser gefallen. Ich habe ihm
eine 2 gegeben. Ich würde den Film auch tatsächlich im Freundeskreis weiterempfehlen, wobei mir durchaus klar ist, dass das nicht ein Film ist, den jeder unbedingt klassisch im Kino anguckt. Muss auch nicht, der strotzt jetzt nicht so vor Effekten. Den kann man sich dann wahrscheinlich irgendwann dann auch mal im Free TV irgendwo so samstags abends oder sowas mal angucken. So als Medien, ja, Mediensatire stimmt nicht, vielleicht Medienkritik, Mediendrama, Tragikkomödie, irgendwie sowas. Mal für so zwischendurch, wo man dann mal für sich selber grübeln kann, so was kriegen wir denn hier vorgesetzt vom Fernsehen, aber dann auch wieder zum nächsten weitergehen kann. Okay. Wer von euch hat den Film denn bereits gesehen? Schreibt es uns doch mal einfach in die Kommentare und wie ihr den Film entsprechend empfunden habt. Ja, und ob ihr den Film auch entsprechend weiterempfehlen würde. Okay, das war jetzt mal so unser erstes, wie nennen wir das Format hier eigentlich? Preview Review oder? Das war unser Sneak Review. Genau, Sneak Review, sehr schön. Schreibt uns doch vielleicht auch mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Wir wollen da mal noch so ein bisschen rumexperimentieren, die nächsten Wochen einfach mal noch ein paar Folgen machen. Mir hat es jetzt fürs erste Mal schon richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ich fand es auch klasse. Ja, alles klar. Nächste Woche schauen wir weiter. Genau, nächste Woche Montag wieder im Kino und dann hier auf YouTube. Danke euch fürs Zuschauen, bis dann. Ciao.